Hallo, heute backe ich euch einen Apfelkuchen sehr fein. Einfach so zum Wochenende. Mal sehen, ob der euch auch schmeckt. Habe diese wunderschönen Äpfel hier, waren günstig. Ich denke, ich backe mal einen Apfelkuchen. Kernholz raus. Vierteln Kernholz raus und schälen. Habe hier Zitronensaft. Und ich beträufle damit die Äpfel erstmal. Damit die also auch Farbe behalten. So, sehr schön. Habe hier das Mehl. Da kommen noch zwei Backpulver dazu. Zwei Teelöffel Backpulver. Und hier kommt ein Vanillezucker zu. Eine Prise Salz. Habe ich ein Rumaroma. Tue ich hier mit in den Zucker rein. Und etwas Zitronenaroma. Ein halbes Fläschchen tue ich diesmal auch rein. Ansonsten nehme ich frische Bio-Zitrone. 125 Gramm Butter. Jetzt das Backpulver unter das Mehl. Jetzt siebe ich das Mehl drauf auf den Teig. Und zwei, drei Teelöffel, Esslöffel Milch, sonst was Milch dazu. Tue ich den Teig in die Backform und verteile den gleichmäßig auf dem Boden. Schön gleichmäßig mit dem Kuchenheber geht das gut. Jetzt habe ich meine Äpfel, die ich hier senkrecht einschneide. Fünfmal und jetzt werden die hier drauf gelegt. Oder auch viermal, das ist egal. Das ist der Kuchen, habe ich fertig belegt. So kommt er jetzt in den Ofen bei 175 Grad. 40 bis 50 Minuten. Ich habe den Ofen schon vorgeheizt. Ich habe Aprikosenkonfitüre und die wird jetzt hier mit einem ganz bisschen, so ein Tropfen Wasser, aufgekocht zum Glasieren für den Apfelkuchen. Der Kuchen ist fertig. Sieht doch lecker aus, oder? Und hier ist das aufgekochte zum Gelieren, zum Glasieren. Fertig. Dazu wünschen wir guten Appetit. Das ist unser Apfelkuchen, sehr fein. Ich hoffe, er schmeckt auch. Das heißt, ich bin sicher. Apfelkuchen sehr fein. Guten Appetit.